Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Grim Dawn. Was hatte ich gesagt? Machen wir eigentlich nur weiter erkunden, oder? Ich habe irgendwie so eine halbe Stunde Pause gemacht, um mir mal was zu essen zu kochen. Wohlgemerkt nur, um zu kochen. Ich habe noch nicht gegessen. Aber das ist so... Ach naja. Ich habe gerade Motivation, was zu kochen. Wenn ich nachher Hunger kriege, dann ist es wenigstens fertig. Waren wir prinzipiell schon. Ich muss nur mal gucken, wie wir da rüberkommen. Oh. Ich finde es bislang übrigens, ist mir so eine Sache, das ist so eine Sache, die ist mir heute mal so aufgefallen. Wow. Relativ großartig. Wie scheiß viele Monster hier rumlaufen. Nein, wie viel es hier letztendlich zu tun gibt. Also ich weiß halt nicht, wie lange das insgesamt anhält. Aber prinzipiell mit den ganzen Kopfgeldern und die ganzen Fraktionen im Ruf halt noch hochpushen, um noch weitere Sidequests mitzunehmen. Und prinzipiell ist es eben nicht nur, okay, ich erzähle stumpf die Story durch, sondern eben doch noch ein bisschen was mehr zu tun, auch mit dem ganzen, ah, hier könnte ich noch die Ausrüstung verbessern und da könnte ich noch was machen und so könnte ich noch die Ausrüstung verbessern und so und so und so. Das ist schon alles ganz nice gemacht. Was ich auch richtig cool fände, was aber, glaube ich, noch kein Action-RPG wirklich so gemacht hat. Lasst mich mal überlegen. Bei Torchlight weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, nee, bei Torchlight definitiv auch nicht. Ich habe Torchlight nie so viel gespielt, deswegen bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, wie es da mit Max-Level aussah und so. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich fände es prinzipiell total cool, wenn man eben einmal eine richtig lange Kampagne hat. Also Diablo 3 macht das inzwischen so ein bisschen so, aber auch erst nach ganz vielen Patches. Wenn man einmal... Da komme ich irgendwie hin. Einmal eine richtig... Verdammt. Einmal eine richtig lange Kampagne hat. Jetzt muss ich das alles wieder zurücklaufen. Und eben nicht, also nicht, dass die Kampagne mir jetzt hier zu kurz wäre oder der Story-Modus. Aber dass man quasi am Ende der Kampagne oder des Singleplayers ungefähr Max-Level ist. Ungefähr. Und das möchte ich eben nicht so haben, dass man einfach nur ganz, ganz schnell levelt, sondern... Ach, das ist gar nicht das. Gott, ich bin einfach total verpeilt. Nein, ich fände es einfach cool, wenn man eben nicht mit jedem Charakter, um auf ein brauchbares Level zu kommen, die Story halt so dreimal durchspielen muss. Gerade weil sie in eigentlich allen Action-RPGs jetzt mehr so, ja, eben da ist und dem Zweck dient, eine Story zu haben und aber nicht viel mehr kann. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, die Stories in Action-RPGs sind alle nicht schlecht. Also, in den meisten sind die alle nicht schlecht. Aber es ist eben so, ja... Okay. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. War jetzt eine ganz nette Geschichte, aber... ist jetzt nicht so, als müsste ich unbedingt das alles nochmal machen, wegen der Geschichte, weil die so geil ist. Also ganz ehrlich, ich muss mit jedem Charakter nicht die Story dreimal miterleben, weil so geil ist eben nicht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit der aktuellen Van Helsing-Version ist tatsächlich. Da könnte ich mir vorstellen, dass die haben ja nochmal eine Kombination aus allen drei Teilen quasi rausgebracht. Den Final Cut, die Final Edition, die Final Solution... Ich habe keine Ahnung, irgendwie so. Ich glaube, da könnte es jetzt tatsächlich so sein, dass wenn man mit einem neuen Charakter in Van Helsing 1 anfängt und sich da bis Ende 3 durchspielt, dass man da dann tatsächlich auf dem Max-Level ist. Das würde ich sehr begrüßen. Komme ich da irgendwo weiter? Wahrscheinlich ja, wenn ich nicht sterbe. Schade eigentlich. Die Idee war gut. Da geht's auf jeden Fall irgendwo hin.
Ja, aber das ist eben so der Punkt. Also, das fände ich echt ganz nice, wenn man pro Charakter die Story einfach nur einmal durchspielen muss. Und so sehr ich die Vorteile von, okay, es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und man spielt die alle nacheinander, irgendwie mag, von wegen, okay, es gibt ähnliche Items, aber die alle nochmal stärker werden und so, ist alles schon ganz nett, aber ist so, meh. Ist eigentlich nicht nötig. So, die Frage ist, komme ich da hinten irgendwie durch, ohne zu verrecken? Ich könnte mir vermutlich ein bisschen Ätherwiderstand anlachen. Ich habe im Moment 0. Das ist traurig. Okay, ich könnte kurz diesen Ring nehmen und das, dann hätte ich zumindest 22. Das ist auch nicht viel. Das ist leider auch nur hauptsächlich Ätherschaden. Ich glaube, den möchte ich dann schon fast tragen, oder? Auf Level 50. Ich weiß nur nicht, statt was. Wahrscheinlich zwischen... wahrscheinlich statt des Rare-Ringes, den ich gerade habe. Komme ich da irgendwie durch? Ohne zu verrecken? Ich glaube nicht, oder? Ich probiere es jetzt nochmal. Die Sache ist, ich weiß ja auch nicht, wie weit es da noch weitergeht, ne? Und ich mache mir dann auf jeden Fall mal einen Riftgate da auf. Das wäre ganz gut. Damit ich das nicht auch alles nochmal laufen muss. So, die Frage ist auch, ob es da irgendwo Stellen gibt, wo ich mich zwischenzeitlich wieder heilen kann. Also, wo ich nicht in der Pampe stehe. So, wir machen erstmal hier einen Riftgate. So, und dann brauche ich auf jeden Fall das und das parat. Na dann, los geht's. Alter, macht das viel Schaden. I can't do that yet. Wow, okay. Wow, da kommt nicht mal ein... Ich dachte, das wäre so eine sogenannte One-Shot-Chest, wo dann beim ersten Mal öffnen immer ein episches Item rauskommt. Das ist aber mal total nicht der Fall. Das ist schon eher traurig. Kann das Ding irgendwas? Also es macht nett Schaden für einen Einhänder, keine Frage, aber... Ist jetzt auch so... Ja, okay. Gott, wollte ich das mitschleppen? Eigentlich nicht, ne? Aber gehst du da drauf? Die hier sehen auch irgendwie fast gleich aus, aber nun gut. Oh Gott, was macht das denn? Ach, verrückt. Kopfrüstung mit Elementarwiderstand. Ich wollte ja noch gucken, ob hier irgendwas Blitzresis macht. Irgendwas gab's, meine ich. Irgendwas hatte ich da schon. So, die Sache ist, ich müsste jetzt wieder zurückkommen, idealerweise noch meine Leiche mitnehmen. Wegen der verlorenen XP. Wie weit kann ich denn hier ran? Sehe ich da meine Leiche schon am oberen Spielfeldrand? Da war gerade irgendwas. Ja, super geklappt. Aber immerhin liege ich jetzt ein bisschen weiter vorne. Ich krieg die Leiche da raus und wenn ich noch zwei Versuche brauche, das geht. Irgendwie geht das. Totaler Umstand. Wahrscheinlich verliere ich bei dem ganzen Spaß mehr XP, als dass es mir irgendwas wiederbringen würde, aber egal. Eine Leiche bleibt zurück. Die liegt echt voll weit draußen. Das ist nicht gut. Na, geschafft. Sehr schön.
Puh, okay. Immerhin haben wir das jetzt auch mal erkundet und hatten da jetzt ein tolles Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob das da noch weitergeht, aber ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal. Alter, ernsthaft? Die große Ether-Party zwischendurch. Nichts ist hilfloser als ein Mann in den Tiefen eines Ätherrausches. Das fällt mir dazu ein. Ja, kriegen wir das nochmal irgendwann platt oder eher nicht so? Geht doch. So, muss ich da jetzt durch? Ich will da eigentlich gar nicht hin. Noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob es sich so richtig lohnt, da reinzugehen. Da kommt nichts mehr, oder? Nee, da ist zu. Also vielleicht geht's da weiter? Weiß ich nicht. Moment. Nein, ich habe beschlossen, da ist zu. Zähe, fleischverformte Sturmhaube der Stärke. Das klingt sexy. Das möchte ich bitte nächstes Weihnachten geschenkt bekommen. Sowas kann die unfassbar zähe Sturmhaube denn? Schlachtruf plus 2, das ist nett. Der Rest ist so, ja. Ganz okay, wären jetzt noch Resis drauf, wäre ich sehr glücklich, aber so eher nicht. Okay, wo geht's denn hier eigentlich noch hin? Irgendwie müssten wir ja auch von den Toren der Nekropolis mal wegkommen. Ah, da vorne zum Beispiel, da scheint es irgendwo reinzugehen. Ich bin gespannt. Sind davon machen wir jetzt genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Nämlich schon wieder viel zu sehr nach da rennen, ohne den ganzen Rest erkundet zu haben. Das war ja eigentlich nicht der Plan. Da ist echt noch ganz gut was los. Mal machen. Schön, dass sie den Ätherkristall überdacht haben mit so einem kleinen Zelt. Das war auch richtig nötig. So, kommen wir da unten noch irgendwie lang? Tatsächlich, hier geht es noch quer. Gut, aber das ist eigentlich nur die Treppe, die wir da noch nicht aufgedeckt hatten. Wie schaut es hier aus? Hier steht da bestimmt noch wer, oder? Ja, natürlich. Jetzt verschreckt der Zaun weg. Ich bin immer versucht, bei diesen ganzen Särgen oder was auch immer es sind, irgendwie noch reinzugucken, was aber gar nicht geht. Einfach, weil ich aus Starbound im Moment so gewohnt bin, dass ich in so eine Teile reingucken kann. Abgesehen davon ging das in Titan Quest auch fast überall. Ein bisschen schade, dass man keine Grabsteine lesen kann. Grabsteine lesen ist immer so ein... Es ist schon so ein klassisches Easter Egg, ne? Also es gibt es halt total häufig, aber ich mag das gerne. Ich weiß gar nicht, woher kennt man das? Auf jeden Fall aus Secret World, aus Fable natürlich. Wo konnte man noch Grabsteine lesen? Weiß ich gerade gar nicht. Es sind bestimmt super viele Spiele, mir fallen gerade nur keine ein. Ich glaube, bei Van Helsing ging das ziemlich sicher auch. Kannst du jetzt bitte diese scheiß Seite da einsammeln? Dankeschön. Was leuchtet denn da so rot? Ach so, das ist nur Stuff, der auf dem Tisch liegt. Ich dachte mir gerade so, hä, was ist denn das? So, nochmal 150 Eisen. Das einmal für 1750 lesen.
Wünschte, ich würde auch so viel Erfahrung kriegen im Real Life, wenn ich nur eine Seite Text lese, aber nun gut. Man kann ja nicht alles haben. Ganz ehrlich, abgesehen davon, dass das hier alles ziemlich trist ist, mag ich hier irgendwie gerade so die farbliche Stimmung mit dem roten Banner und hier aber noch ein bisschen grüner Kram, hier aber auch noch so ein bisschen orange-braune Gräser und der Strauch noch dazu und ich finde ich gerade eigentlich echt ganz schick. Macht was her. Der Torbogen hätte ruhig heile bleiben können. Der war eigentlich ganz dekorativ, aber nun ja. Den Schrein hatten wir, ne? Ziemlich sicher. Gut, wenn wir offenbar auch da in irgendeinen Dungeon kommen, dann erkunde ich jetzt vielleicht erstmal hier weiter und gehe dann wieder hier rüber. Ist vielleicht eine Idee. Hier komme ich. Ach, das ist wieder der Teil. Ja, ja, ich erinnere mich. Na gut, dann gehen wir jetzt halt hier rum. Und schauen, ob wir hier lang kommen. Bevor wir jetzt ganz andersrum rennen, ist das vielleicht auf jeden Fall. Vielleicht auf jeden Fall. Genau. Die sinnvollere Alternative. Okay, den Schrein hatten wir definitiv. Und dann. Die Frage, ob hier noch irgendein Nebendungeon kommt. Oder. Weil im Moment ist ja. Mit Sidequests hier im aktuellen Gebiet auch gerade eher so. Ja. Also eigentlich laufen wir hauptsächlich nur rum, um des Rumlaufens willen. In der Hoffnung, noch irgendwas zu finden. Aber so wirklich Sidequests und sei es nur irgendeine Fetch-Quest oder irgendein spezielles Monster töten, ist ja hier gerade nicht so. Oh, da vorne kommt ein Riftgate. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dachte eigentlich eher, es geht bei dem Dungeon weiter, aber gut, offenbar nicht. Also vielleicht dann auch. Mal gucken. Dann will ich vielleicht doch erst nochmal in die Höhle rein, aber definitiv nehmen wir jetzt erstmal den Wegpunkt hier mit. Wo geht's da vorne rein? Grab der Wächter, okay. Gut, erstmal müssen wir auf jeden Fall die ganzen Dämonen hier platt machen, sonst wird das mit dem Riftgate nix. Das ist aber schnell gemacht, denke ich mal. Da geht er dahin. Und zack, spawnen vor allem. Spawnen Leute von der Schwarzen Legion hier. Natürlich. Woher kriegen die sowas eigentlich so schnell mit? Okay, ach guck mal. Took you long enough. There I thought I'd have to save the world all by myself. Ach ja, halt's Maul. The cult of Githan is too numerous for us to take them head on. But we can sabotage their efforts with a few precise attacks while our Black Legion friends keep them distracted elsewhere. It appears that the ritual is being powered by blood harvested at the cult's camps, delivered here in despicable blood wagons. To complicate matters, the constant flow of blood is maintaining a chthonic seal over the entrance to the Tomb of the Watchers. I may be able to breach it with some effort, but there is no way you would be able to follow me through. You will have to disrupt the blood deliveries first. The tomb itself is split into three levels, with the bottom floor sealed off behind ancient wards. But if the cult is delivering blood in those quantities, then they must have already broken through them. I'm going to enter the tomb and see if I can disrupt the ritual from inside. In the meantime, you should deal with the blood wagons. When you're finished, join me on the bottom level, just beyond the seal of the Lughorian. With luck, we will stop the cult of Chthon before the Lughorian even moves a tentacled limb. Natürlich. Jetzt da rein. Zerstört den nördlichen Blutwagen, den östlichen und den westlichen Blutwagen. Das wird aber alles im inneren Kloster sein, denke ich mal. Von daher kicken wir erst nochmal hier rüber. Okay, Blutzufuhr stoppen und Siegel aufbrechen. Beschwörung stoppen und überhaupt.
drüben geht auf jeden Fall noch irgendwas ab. Und wenn es nur eine kleine Deko-Party ist, ich bin mir nicht so sicher. Und da fällt mir ein, wir sind ja aufgestiegen auf Level 50. Was bedeutet einerseits dies, andererseits können wir, so, was fehlt uns denn dann? Dann würde uns 9 Gift- und Säurewiderstand fehlen, da sind wir aber theoretisch eh over the top. Und uns fehlt dann die Verzauberung, das ist aber okay. Also tauschen wir das erstmal aus, um mehr Schadensbonus für die Kreaturen zu kriegen. Was können wir denn da alles reintun? Wow, da können wir eine ganze Menge reintun. Energie, nein. Stats, nein. Leben und Lebenskraftwiderstand und Gesundheitsregeneration ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Was machst du? Geist, Elementarschaden, nee. Kältewiderstand, okay. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Von daher halb so wild. Und du würdest da noch reingehen. Lebenskraftwiderstand, Energieentzugswiderstand. Alternativ. Also Boiling Blood macht halt gar keinen Sinn, weil physischen Schaden brauchen wir jetzt echt nicht. Von daher bin ich fast versucht zu sagen, wir nehmen Corpse Dust, ne? 3% Leben und Lebenskraftwiderstand, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Tun wir mal rein. Okay, dann Handschuhe. Okay, was können wir da alles reintun? Dich auf jeden Fall mit Rüstung. Karschaden, Angstgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Ist alles nicht so sexy. Da geht das noch rein. Das ist ganz viel Schaden und Zaubergeschwindigkeit. Nee. Unholy Inscript ist drin und die unteren drei hier noch. Ja, dann schon eher Lebenskraftwiderstand und Blutungswiderstand, ne? Das finde ich schon irgendwie ganz sinnig. Dann haben wir jetzt nämlich mal vollen Blutungswiderstand, das ist auch ganz nice. Lebenskraft immerhin 37%. Immerhin 23% Chaos Resist, das ist auch ein bisschen was wert. Nicht viel, aber ein bisschen. Warum trage ich das Ding eigentlich noch mit mir hier rum? Wegen der 7 Chaos und 6 Ätherwiderstand, ernsthaft? So, unser Blitzwiderstand ist jetzt ein bisschen runtergegangen, zwangsläufig. Das ist aber okay, mit 54 können wir noch leben. In den Gürtel können wir noch irgendwas reintun. Rüstung, Vergeltung. Oder einfach, naja, einfach nur Rüstung ist sinnlos. Also entweder Leben und Verfassung oder Rüstung und Vergeltungsschaden. Hier noch was? Blitzwiderstand. Fehlt uns zwar noch eine Komponente. Aber massiver Panzer kriegen wir schon noch irgendwo. Das heißt, das geht da auf jeden Fall erstmal rein. Damit sind wir mit Blitzwiderstand auch wieder ein bisschen besser. Ja, das ist doch ganz nice. Das geht. Hoffen wir, dass wir noch irgendwo mal massiver Panzer finden. Oder uns im Zweifelsfall craften können. Und dann wird vielleicht, hoffentlich, denke ich, mit Sicherheit alles schön. Jo. Okay. Ich glaube, ich gucke eben nochmal in die Stadt. Weiß ich? Nee, mache ich eigentlich nicht. Eigentlich erkunde ich hier nochmal zu Ende. Wobei, das ist noch eine ganze Menge. Schwierige Entscheidung. Okay, die gehören offenbar zu mir. Das macht das Ganze ein bisschen kürzer. Ist hier oben noch irgendein Spaß? Tatsächlich, hier steht noch wer. Bestellt und nicht abgeholt. So, außerdem müssen wir natürlich unseren neuen Ring wieder buffen. Mit dem, wie auch immer das Zeug hieß. Das gab es im Rover-Lager, ne? Glaube ich. In Old Arcovia.
hier eben nochmal lang. Da kommen wir nicht runter. Ich hasse so eine sinnlosen Sperren. Das ist so... warum? Ich hätte da einfach so schön runterlaufen können. Hätte das erkundet, wäre wieder hochgekommen, aber nein. Okay, wo geht's da rein? Grufteingang. Das klingt nach Kopfgeld oder Sidequest oder keine Ahnung was. Da gehen wir aber auf jeden Fall rein. Bevor wir irgendwas anderes machen. Also zumindest bevor wir in irgendeinem anderen Gebiet was machen. Nichtsdestotrotz... ich glaube, das mache ich fix zwischen den Folgen. Nur einmal kurz Scheiß verkaufen. Und hier wieder so ein... ne? Damit wir da auch wieder den Creature-Bonus haben. Würde ich das ganz gerne noch mitnehmen. Von daher Rift... wobei, scheiß auf zwischen den Folgen, das geht ja so auch fix. Wo sind wir denn? Old Arcovia. Da wollte ich hin, das soll es sein, das finde ich schön, das kaufe ich ein. In der Tat kaufe ich das ein, war es, ne? Genau, gibt es hier noch was Alternatives? Nochmal eben durchgucken. Ne, okay. Also das einmal. Die sind auch so herrlich günstig im Einkauf. Mit 880 ist das völlig okay. Da kann man sich da echt mal eine Menge von gönnen. So, kauf mal... Also das kann ich auch mit Rechtsklick einfach machen. Kurz überlegt, ob ich das Unholy Inscript danach rausziehe, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. So, Ring und Amulette. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas für Gürtel finde. Aber ich glaube, für Rüstungen gibt es das gar nicht. Das gibt es nur für Waffen, Nebenhand-Items und Schmuck. Zumindest hier. 50.000, Alter. So, dann gucken wir jetzt aus Prinzip nochmal in Homestead vorbei. Weil uns die Leute da auch mögen. Nee, so kommen wir da nicht hoch. So kommen wir da hoch. So, Waffen, Waffen. Ah, Schilde geht auch noch. Okay, Waffen. Waffen, 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 Waffen. Und noch mehr. Okay. Schade eigentlich. So, nur noch mal pro forma. Du hast hier immer noch die gleichen Dinger, ne? Ja. Bedauerlich. Wie sieht es denn eigentlich bei der Schwarzen Legion aus? Also nicht, dass die uns wahnsinnig mögen würden, aber bei der Verbannten sind wir... Krass, da fehlen nur noch 2 Punkte. Naja, das sollte ja relativ schnell gehen. Da hauen wir noch 5 Gegner um und dann ist das aber erledigt. Maximal. Dann können wir da auf jeden Fall gleich nochmal... Das mache ich eben nochmal, oder? Das kann ja echt nicht so lange dauern. I'll give you a good price on what I've got left. Was hast denn du hier? Nee. Ja, und hier hinten ist alles schon viel zu high level. Guck mal hier, Level 75, das können wir alles vergessen. Aber wir gucken das hier mal durch. Für Waffen, für Waffen, für Waffen, Waffen, Waffen. Okay, dann geht das für Rüstungen tatsächlich nicht. Schließe ich jetzt einfach mal da raus. Und dann brauchen wir eben noch ein Gebiet, wo die Monster nicht ganz so low-level sind und wo wir auf jeden Fall Ätherische finden. Oder Ketonia. Das können wir vermutlich ganz gediegen hier noch machen, oder? Schauen wir mal hier lang. Das sind alles Beastkin, das ist natürlich nicht so geil. Keine Ätherwesen hier? So gar nicht? Du nicht, auch wenn du grün leuchtest. Dauerlich. Ach, Grütze. Nee, dann bringt mir das alles nichts. Ah! Ah, da unten.
Da waren eine Handvoll Ätherische mit dabei. Sehr schön. Die Soul Shard nochmal mitnehmen. Und dann... Oh Gott, jetzt sind wir echt schon bei einer halben Stunde. Na, egal. Das machen wir jetzt aus Prinzip noch. Können wir nämlich... nächste Folge wieder direkt mit der Action einsteigen. So, dann müssten wir jetzt da hinten theoretisch irgendwas kaufen können, oder? Immer noch nicht. Achso, die hat für respektiert gar nichts. Das ist ja, oder? Ja. Schade. Für geehrt brauchen wir eine ganze Menge. Die hat hier natürlich schon nette Sachen, ne? Alle mit extra Schaden und Widerständen, mit Ätherwiderstand, ey. Schon alles gar nicht so ungeil. Aber naja. Dann nicht. Schade. Achso, was wir nochmal gucken können. Krass, Level 70. Ah, okay. Es gibt's doch für Rüstungen. Alter, 10 Ether Widerstand. Geil. Feuer und Kälte. Kälte und Blitzwiderstand. Nice. Aber das hier ist in der Tat alles für Waffen, ne? Ja. Okay. Ja gut, dann müssen wir uns hier wohl noch ein bisschen hochschlafen. Verehrt wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen sehr dauern. Das wird auch auf diesem Schwierigkeitsgrad und vermutlich auch auf dem nächsten nichts. Von daher... Wir sind bei den Ätherischen bald so weit, dass die uns tatsächlich hassen. Schauen wir mal. Nun denn, mag es mal reichen für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.